Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit dem zweiten Teil meines Sub-Regals, meiner Sub-Bücher, was ja ein mehrfach genannter Wunsch von euch war, nachdem ich mit der Rache des Sub aufgehört habe, euch mal meine Sub-Bücher zu zeigen. Und ich habe hier jetzt die nächsten Bücher um mich herum. Ich habe so ein bisschen mein Sub-Regal ordentlich sortiert, alles so ein bisschen dokumentiert und gehe jetzt ein Regal nach dem nächsten sozusagen vor, um euch so ein bisschen meinen Sub zu zeigen. Es ist der Stand Ende Juli und er ist natürlich immer in Bewegung, denn ich lese was, ich bekomme was Neues rein und deswegen wollte ich jetzt auch alle drei Videos so an einem Stück wegdrehen, damit möglichst mein innerer Monk dann auch zufrieden ist, dass da nicht irgendwas, ja, von daher, ich verlinke euch das erste Video unten in die Infobox, da habe ich euch auch schon, ich glaube, 27 Bücher müsste es gewesen sein, 28 Bücher gezeigt insgesamt, da habe ich 83 Bücher laut Lovely Books auf dem Sub und es müsste sich auch so grob aufgehen, plus, minus, eins, zwei, manchmal vergisst man einfach eins, das ist ja auch gar nicht weiter dramatisch. Ja, wir starten jetzt ein bisschen mit den asiatisch angehauchten Büchern und zwar von Francesc Mirales Samuel und die Liebe zu den kleinen Dingen. Ein Buch, was ich ertauscht habe, da ich schon einiges von Francesc Mirales gelesen habe. Und es geht hier um vom Glück des Zufalls und der Magie des Lebens. Es soll ein wunderbares Buch über das Leben sein. Und ich habe von Francesc Mirales so einiges Richtung buddhistischen, asiatischen Lebensweisheiten schon gelesen. Und wir treffen hier auf den Literaturdozenten Samuel, der sich in seiner Einsamkeit bequem gemacht hat. Dann trifft er auf eine junge Katze, die über den Weg läuft und die Schritt für Schritt Samuel die Augen öffnet für das kleine Glück des Alltags, für Begegnungen, Freundschaften und schließlich für die Liebe. Klingt richtig schön. Ja, ich muss glaube ich nicht mehr sagen, dass ich Geschichten mit und rund um Tiere mag und dementsprechend musste das bei mir natürlich einziehen. Dann wird es ein bisschen Fantasy-lastig und es soll berührend, exotisch, magisch sein. Es ist der einzigartige Roman aus dem Malaysia der Kolonialzeit. Es ist Schattenbraut von Yangtze Cho. Ich hoffe, man spricht es so aus. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich das so genau entdeckt habe, ob es vielleicht bei Fabienne war oder bei Jenny oder es mir so über den Weg gelaufen ist. Und das hat mich mega angesprochen, allein dieses coole Cover. Und eines Abends fragte mich mein Vater, ob ich die Braut eines Geistes werden wolle. Denn wir sind in Malaya 1893 und wir treffen auf die 17-jährige Lilian, die einen ungewöhnlichen Auftrag bekommt. Sie soll den kürzlich verstorbenen Sohn der wohlhabenden Familie Lim heiraten. Aber ja, sie zögert etwas, denn kann sie sich denn wirklich einem Geist versprechen und sie taucht dann eben eine Nacht in die Welt ein, in der die Grenzen zwischen Realität und Traum verschwimmen und taucht dann eben in das Schattenreich ein und muss eben gucken, ob sich die wahre Liebe durch die Macht sozusagen mit ihrem Verlobten, ob sie das erkennen kann. Klingt mega spannend und ich habe, glaube ich, noch nichts so gefühlt bewusst aus Malaysia gelesen. Von daher super, super neugierig. Das nächste ist ein richtiger Klopper und das haben aber definitiv Jenny und Fabienne gelesen. Und da bekommt man wirklich auch immer ganz tolle Inspirationen für die asiatische Literatur. Und zwar von Yin Yong, die Legende der Adlerkrieger. Auch so ein richtig fetter Wälzer, aber ich freue mich da mega drauf. Ich freue mich da auf ein verschneites Dezemberwochenende, wo ich nichts anderes tue, als in diese Fantasy einzutauchen. Das ist das meistgelesene Fantasy-Epos aller Zeiten und damit hatte es mich natürlich schon. Es ist, die Legende der Adlerkrieger ist der chinesische, der Herr der Ringe. Ich glaube, viel mehr muss da gar nicht draufstehen, dass ich es spannend finde. Und wir treffen hier auf die zwei Kung-Fu-Krieger. Vor ihrem Tod haben sie sich geschworen, dass sie ewige Brüder verbandelt sind. Und es ist ein Eid, der auch für ihre Kinder gelten soll. Doch ihre Söhne wachsen als Feinde auf. Und als sie dann eben einige Jahre später aufeinander stoßen, möchte es das Schicksal des ganzen chinesischen Reiches, dass es davon abhängig ist. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin super neugierig. Ich habe auch, glaube ich, so fantasy-technisch nur sehr wenig bis gar nichts aus diesem Raum gelesen. Dann das Kaufhaus der Träume von Li Mie. Und es heißt so schön, reservieren Sie Ihren Traum, er wird zur bestellten Zeit geliefert. War auch mal total gehypt, ich glaube Mitte, Ende letztes Jahres, als es herausgekommen ist. Es ist der Debütroman, eine bezaubernde Geschichte aus einer fantastischen Traumwelt.
Und ich fand das super spannend. Also hier sind einige Gedanken zu dem Buch und was Meinungen angeht. Und ja, wir haben hier Penny, die in einem ganz besonderen Dorf wohnt, denn wenn man das betritt, ja, schläft man und es gibt viel zu erleben und man kann sich eben hier auch ja, Träume erkaufen und die Bezahlung erfolgt über Gefühle. Und ja, klang spannend, klang interessant, musste auf jeden Fall auch bei mir einziehen. Auch relativ bekannt, schon viel gesehen, ist die Telefonzelle Am Ende der Welt von Laura Imai Messina. Und hier sind wir in Japan unterwegs und es heißt so schön, um die Wunden eines Lebens zu heilen, braucht es einen ganz besonderen Ort. Und in Japan am Hang des Kuirayama steht inmitten eines großen Gartens das Telefon des Windes. Jahr für Jahr kommen tausende Menschen hierher, um mit ihren Liebsten im Jenseits zu sprechen. Als sich ein gewaltiger Wirbelsturm ankündigt, reist aus Tokio eine junge Frau an, entschlossen, den Garten um jeden Preis zu retten. Bin ich super neugierig. Ich wüsste nicht, ob ich zu dieser Telefonzelle gehen würde. Nicht, dass ich nicht mit Verstorbenen gerne sprechen wollen würde, aber ich stelle mir das schon so ein bisschen merkwürdig vor. Was will man auch mit denen sprechen? Denn eigentlich sind die ja in der Vergangenheit hängen geblieben. Also ja. Aber gut, ich finde das super spannend und ich bin sehr, sehr neugierig. Gab auch sehr viele positive Stimmen. Und dann von Julie Otsuka, Wovon wir träumten, ein relativ dünnes Buch und es ist ein preisgekrönter Roman über eine wahre Geschichte. Es geht um eine Gruppe junger Japanerinnen, die den Ozean überqueren, um in Amerika zu heiraten. Doch bisher kennen sie ihre künftigen Ehemänner nur von strahlenden Fotos der Heiratsvermittler. Und es soll von der ersten Seite an berühren und geht ans Herz und es ist wie Zauberei, was die Autorin mit der Sprache macht. Ich bin sehr gespannt, was man da auf, ich weiß nicht, 120 Seiten, ja, knapp 150 Seiten erzählen wird. Ich glaube, habe ich vermutlich auch bei der lieben Fabienne gesehen. Also da absolute Kanalempfehlung. Wenn ich dran denke, packe ich ja, ihren Kanal auch in die Infobox. Und das ja, hat mich sehr angesprochen und da freue ich mich auch aufs Lesen. Dann kommen wir so ein bisschen zu den ja, mehr oder weniger Reisebüchern oder Lebensbüchern. Ist immer so schwierig zu betiteln. Einmal von Claudio Sieber, Gestrandet im Paradies. Wie ich 6 Jahre als Nomade durch Asien zog und meine Heimat auf einer Tropeninsel fand. Viel mehr brauche ich da gar nicht. Das ist ja mein erklärtes Ziel, ich sage jetzt mal mittel- bis längerfristig, irgendwann mal auf einer Insel zu landen und da in den Altersruhestand zu gehen. Dementsprechend freue ich mich da sehr drauf. Und dann 2 Bücher aus der ja, Eden-Sehnsuchtsorte-Reihe. Zum einen Die Insel der wilden Träume, mein Leben auf Island von Susanne Braun. Ich habe schon einige dieser Bücher aus der Reihe gelesen, fand manche sehr gut, andere okay. Ich glaube, ich habe auch eins davon schon mal abgebrochen, aber ich bin sehr gespannt, was Island bereithält. Und dann hier etwas mit einem Hausboot, nämlich mit Hausboot Lotte, Kater, Emma und ich von Nicole Eisenschink. Und ja, ein Neustart auf dem Hausboot und ja, alles beruht immer auf wahre Geschichten, soweit ich das auch weiß. Ja, das sind so ein bisschen die Bücher, die mich hoffentlich in, ja, so ein bisschen in Reise Wohlfühl-Erholungsstimmung bringen. Dann Bücher, die aufgrund ja, tatsächlich noch auf dem Sub liegen, weil ich letztes Jahr vor Weihnachten 2 Wochen krank war und ich die eigentlich letztes Jahr um die Weihnachtszeit gekauft habe, um sie dann auch zu lesen. Aber krank wurde, gar nichts groß gelesen habe und dementsprechend freue ich mich dieses Jahr auf die Bücher und zwar von Sarah Morgan, Die Zeit der Weihnachtsschwestern. Sarah Morgan war eine Empfehlung von einer lieben Freundin von mir und ich habe auch noch ein anderes Buch der Autorin in ihrer Manhattan-Reihe auf dem Sub, das wird aber im dritten Video dann kommen. Das sind jetzt die Weihnachtsbücher und es soll die perfekte Wohlfühllektüre im schottischen Gewand sein. Freue ich mich auf jeden Fall dann auch sehr. Irgendwann auf die Weihnachtszeit. Na, wir sind ja noch im Sommer. Dann von Julia K. Stein. Ja, All I Want for Christmas, eine Weihnachtsromanze in Manhattan. Ich finde, es gibt nicht sehr viel Atmosphärisches um die Weihnachtszeit als New York City. Also da glaube ich, haben wir in Filmen alle einen sehr romantisierten Blick da drauf und dementsprechend freue ich mich da auch drauf. Und dann ein Buch, das mir ja nachträglich sozusagen zu Weihnachten geschenkt wurde und dementsprechend dann im Januar nicht mehr ganz so in die Weihnachtsstimmung gepasst hat. Und zwar Weihnachtskatzen mit ganz neuen Geschichten rund um ja, Katzen um die Weihnachtszeit, herausgegeben von Gesine Dammel. Und es sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, nein, 13 Geschichten.
Und auf die freue ich mich auch schon. Also Weihnachtsmusik mit Katze, Weihnachtspunsch und Weihnachtskater, ein Kater fährt Schlitten oder wenn die Lichter angehen. Ja, ich bin sehr gespannt und das wird definitiv um die Weihnachtszeit dann von mir auch gelesen. Dann kommen wir ein bisschen zu der tierischen Lektüre, die bei mir ja ganz gerne mal einziehen. Das ist ein recht schwerer Stapel, habe ich jetzt tatsächlich unterschätzt. So mit einer Hand wurde das nichts. Und zwar, ja... Steffi kämpft hier sich einen ab. Und zwar von Carsten Brensing, das Mysterium der Tiere, was sie denken, was sie fühlen. Immer wieder ein spannendes Thema, auch immer super merkwürdig, wie Leute denken oder wie Menschen denken können, dass Tiere nicht denken und fühlen. Also das finde ich immer sehr abstrus. Und hier geht es eben darum, was Tiere denken. Denn Delfine rufen sich beim Namen und Orcas leben in einer über 700.000 Jahre alten Kultur. Entenküken bestehen komplizierte Tests zum abstrakten Denken und Schnecken drehen freiwillige Fitnessrunden im Hamsterrad. Hunde bestrafen Unehrlichkeit, doch sie können vergeben, wenn man sich entschuldigt. Und Spinnen treffen ihre Berufswahl auf Grundlage ihrer Persönlichkeit und individueller Vorliebe. Und ja, bei Spinnen hört vielleicht so meine tierische Freundschaft ein bisschen auf, aber auch eigentlich eher, weil sie mir einen kalten Schauer fabrizieren als das. Ja, aber gut, ja, er führt uns zu den Ursprüngen der Geistesentwicklung bei Mensch und Tier. Und wer eben schon immer wissen wollte, was im Kopf unserer geliebten Haustiere und Tiere in vielen anderen Köpfen vorgeht, der findet hier ein paar Antworten. Klingt auf jeden Fall spannend, bin ich sehr neugierig. Dann zwei Bücher von der gleichen Autorin, nein, ich glaube von der Autorin und das andere war ihr Ehemann. Ich glaube, so war das, genau. Von Lawrence Anthony, das letzte Nashorn. Ich habe von Lawrence Anthony schon irgendwas mit Elefanten in der Küche. Nein, das hat jetzt seine Frau geschrieben. Ach, der Elefantenflüsterer war von ihm, genau. Das habe ich gelesen und dann ist auch das letzte Nashorn bei mir eingezogen. Ich finde das immer super bewegend und spannend und wenn wirklich so ein Ranger in Afrika eben erzählt, was da vor sich geht, was passiert, wie man Tiere vor Ort schützen kann, sowas lese ich sehr gerne. Ich glaube, Lawrence Anthony ist mittlerweile auch schon verstorben, wenn ich mich nicht täusche. Und hier geht es dann eben um im Grunde die Wilderer und die Rebellengruppen und sind dann auch in Südafrika und ja, bin ich sehr gespannt. Und von seiner Frau ist eingezogen ein Elefant in meiner Küche und zwar, was mir die Herde über Liebe, Trauer und Lebensmut beibrachte. Und das ist dann von Frances Malby Anthony und die hat man beim Elefantenflüsterer auch schon kennengelernt. Und es ist ein bewegendes Memoir über Verlust, Loyalität und den Mut, einfach weiterzumachen. Und er war ja ein preisgekrönter Umweltschützer und als er dann eben stirbt, nimmt sie das ganz schön mit. Und es war in den letzten 2 Jahren, ist das für mich nach wie vor ein bisschen schwierig, über Menschen zu lesen, die trauern. Wobei manchmal hat es auch schon geholfen, beziehungsweise fühlt man sich dann einfach auch verstanden, aber jeder Mensch trauert auch anders. Ich glaube, deswegen liegen diese beiden Bücher auch noch auf meinem Sub, aber werden irgendwann auf jeden Fall befreit. Dann wollte ich mich mal mit Füchsen beschäftigen und von Füchsen und Menschen von Sophia Kimmig. Es geht um roter Pelz, bernsteinfarbene Augen, grazile Statur. Wer ihm einmal begegnet, vergisst diesen Anblick nicht mehr. Da kann ich absolut zustimmen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchen Gewäldern wir da mal unterwegs waren. Und das war wirklich wunderbar zuzusehen, wie da 2, 3 Füchse im Grunde gespielt haben, unterwegs waren. Das habe ich sehr genossen. Und er steht aber nicht nur für seine Schönheit, sondern er ist auch schlau, gerissen und neugierig. Und dann erfahren wir eben vom Polarkreis bis in den Norden Afrikas, wo wir ihn finden. Und wir haben hier die Waldbiologin Sophia Kimmig, die eben ihm auf den Fersen ist und hinter das Geheimnis des Überlebenskünstlers, Deutsch ist heute schwierig, kommen möchte. Und ja, freue ich mich einfach drauf, mal etwas über einen Fuchs zu lesen. Ja, hier das Gleiche, es geht um Esel. Auch da habe ich nicht so den großen Bezug, denn es geht um die Weisheit der Esel. Ruhe finden in einer chaotischen Welt von Andy Merrifield. Und ich glaube, es ist eine Entschleunigungsliteratur, habe ich hier gelesen. Und es geht eben um den Esel, der nicht nur stur ist und sich zu nichts zwingen lässt. Er weiß eben auch einfach, was gut für ihn ist und wann er eben bereit ist für den nächsten Schritt. Und wir begleiten hier Andy Merrifield Reise zu Fuß durch die Auvergne? Und eine Reise zu sich selbst und sie hat eben dabei Gribouille, einen Esel und dessen Intuition weist dann eben den Weg. Finde ich sehr spannend und bin auch sehr neugierig.
Dann kommen wir zu Pinguinen. Auch hier kann ich nie genug Dokus sehen und Bücher lesen. Und es geht um unverfrorene Freunde, wie Pinguine leben und warum sie gefährdet sind, von Clemens Pütz und Dunja Batario. Ich glaube, da muss man gar nicht so viel sagen. Ich finde die wahnsinnig spannende Wesen, diese Gemeinschaften, diese Opfer, die sie bringen, in der Kälte, in der sie leben und wie anmutig sie dabei aussehen. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Da muss ich mal kurz gucken. Ja, machen wir die Bücher vielleicht ein bisschen zusammen. Dann Der Gesang in den Meeren von Doreen Cunningham. Bespricht hier das Porträt der bedrohten Welt und eine bewegende Geschichte über Liebe und Mutterschaft. Denn ja, die Autorin taucht mit Walen und begleitet in diesem Buch eben uns auf diese komplette Reise von den Walen und wird hier ein Reisegefährte und wie eben auch der Klimawandel diese Welt verändert. Und das Buch geht da ganz schön weiter, dass man hier eben auch das Kalb hier sozusagen noch mit sieht. Und man kann hier eben auch ganz schön dann die Route mit begleiten. Und ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, was mich hier erwartet, weil ich es super interessant finde, ja, dass wir hier auch einfach mal im Wasser unterwegs sind und auch wirklich mal so die Wege erzählt bekommen. Und das funktioniert natürlich in der Doku, im Fernsehen oder im Internet immer ganz gut. Aber wenn man nochmal so ein paar Gefühle, Gedanken mehr bekommt, ist das, glaube ich, auch ganz schön. Dann kommen wir zu Jane Goodall von Grund zur Hoffnung. Ich bin ein großer Fan ihrer Arbeit. Ich habe einige Dokumentationen gesehen, auch schon ein oder zwei Bücher von ihr gelesen. Das ist mir letztens irgendwo mal in die Hände gefallen und ich dachte, ja, das nimmst du mit. Dann habe ich auch die Weltwach-Folge von ihr gehört und dachte, ich brauche jetzt auch einfach dieses Buch. Denn jeder einzelne von uns kann jeden Tag etwas bewegen. Sie ist eine herausragende Forscherpersönlichkeit unserer Zeit. Sie hat über Jahrzehnte hinweg das Leben von freilebenden Schimpansen in Tansania beobachtet und gibt eben ihre Erkenntnisse zur Verhaltensforschung auch weiter und was eben die Umweltzerstörung und die Grausamkeit und Ungerechtigkeit in der Welt ja hier im Grunde auch ja, für tragische Geschichten herbeibringt und eben auch Anstoß zum Handeln sein soll. Und da bin ich sehr neugierig und freue mich da aufs Lesen. Dann von Cy Montgomery, Das herzensgute Schwein. Ich habe von der Autorin, von dem Autor, schon etwas gelesen. Und zwar irgendwas mit so einem Kraken war das, glaube ich, auch, oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Einfach Mensch sein. Ja, Rendezvous mit einem Oktopus habe ich damals als Hörbuch gehört und ich fand das so spannend, dass ich dachte, ich gucke mir das auch mal mit dem Schwein an. Genau, sie ist ja Tierforscherin, so war das, genau. Und eines Abends trifft sie ein zitterndes Etwas in einer Schuhschachtel und fragt sich, was sie jetzt eigentlich mit diesem unterernährten Ferkel machen soll. Und dann wird sie hier aber ja, im Grunde mit hineingezogen in den Lebensmut, in die Lebensfreude, in die Intelligenz dieses ja, Ferkels. Und ja, bin ich sehr gespannt. Ich mochte das mit dem Oktopus schon sehr gerne und auch hier haben wir eine wahre Geschichte und da bin ich sehr, sehr, sehr neugierig. Und ja, dann kommen wir noch zu zwei Hundebüchern und da schläft mir das linke Bein ein. Das ist, weil es hier einfach so eng ist. Also nicht eng im Sinne von, aber stehen hier überall Bücher. Ja, zwei Hundebücher. Ich bin ja irgendwann letzten Jahres auf den Hund gekommen und habe hier von Maike Meyer Nowak, Wie viel Mensch braucht ein Hund? Mit tierisch-menschlichen Geschichten und ich fand das super spannend, denn sie liebt Hunde und sie weiß auch, dass die Hunde sie lieben oder man weiß das. Und es geht hier um Einfühlungsvermögen, was sie im Grunde auszeichnet und wie viel Mensch braucht der Hund eigentlich wirklich. Ja, wie man so ein bisschen mit dem beruflichen Alltag dann eben auch ja, dem Hund gerecht wird. Und sie hat wohl den Däubel. Ach, sie nennt ihren Hund den Däubel und ja, hat einen Pudel und ob man dem wirklich ein Leibchen, oh mein Gott, anziehen soll und was es eben auch heißt von einem riesigen Mastiff oder das Duften des Geheimnis. Ja, das kann ich absolut. Ja, also es geht hier um die Mensch-Hund-Beziehung und was soll ich sagen, ach, da musste ich einfach mal zugreifen. Und dann ist mir ein paar Mal bei Hundetraining in Foren und so Jane Fennell über den Weg gelaufen und zwar mit Hunde sprechen.
Und die wurde immer sehr lobend erwähnt und deswegen habe ich mir hier das Buch mal mitgeholt. Denn ihr Vorbild war Monty Roberts in Bezug auf die Arbeit mit Pferden. Und sie hat sich hier eben Methoden vom Pferdeflüsterer eben auf Hunde adaptiert. Und wie Roberts geht es ihr nicht darum, gewaltsam den Willen der Tiere zu brechen, sondern mit Blick auf die Instinkte und das Rollenverhalten mit ihnen zu kommunizieren. Und das fand ich sehr spannend und finde sowieso die Kommunikation zwischen Haustieren und Menschen oder Tieren und Menschen sowieso immer sehr spannend. Und wie unterschiedlich es auch ist, ob ich mit meinen Katzen kommuniziere oder mit Weasley. Da gibt es tierische Unterschiede im wahrsten Sinne des Wortes. So, dann kommen wir zu einem Hörbuch. Fangen wir erst mit dem an. Und zwar ist das der zweite Teil der ein kleines Stück von Afrika-Reihe. Und zwar Hoffnung. Ich blende es euch hier wieder mit ein. Da habe ich den ersten Teil im Urlaub gehört und war sehr, sehr begeistert. War für mich wirklich ein Highlight. Und dementsprechend freue ich mich da auch schon aufs Weiterhören. Dann, wo habe ich denn noch hier Kreuzel hin? Wo sind die E-Books? Das ist hier aber gar nicht so leicht. Ja, dann kommen wir noch zu den asiatischen Büchern. Da habe ich noch Frau Komashi empfiehlt ein Buch. Ist auch jetzt relativ neu im Juli, glaube ich, eingezogen. Habe ich euch in den Juli-Neuzugängen gezeigt. Wir sind hier im Grunde in einem Antiquariat, wenn ich mich richtig erinnere. Und man geht im Grunde zu Frau Komashi, erzählt ihr irgendwie was oder berichtet. Und sie weiß im Grunde, welches Buch man braucht, damit man einen Anstoß in die richtige Richtung bekommt. Dann meine Reise mit den Meeresschildkröten. Hier begleiten wir auch eine Forscherin eben über den Weg von den Meeresschildkröten. Ich glaube auch so von Schlüpfen bis irgendwie verschiedenste Stationen im Leben, Paarung, Eierlegung und so weiter. Und ich wiederhole mich. Ich liebe das Meer. Ich liebe alles, was sich da drin und drumherum befindet und finde alles sehr schützenswert. Und glaube auch, dass wir da ein viel zu wenig wissen. Und von daher möchte ich da auf jeden Fall ein bisschen was dazulernen. Ja, es wird wieder kalt. Und zwar auch ein Buch, was schon letztes Jahr eingezogen ist, was ich eigentlich schon gelesen haben wollte. Und zwar Jenseits des Möglichen. Und das ist ein Bergsteiger, der, ich glaube, auch alle Berge im Himalaya irgendwie ganz kurz hintereinander bestiegen hat. Da gibt es auch eine Doku auf Netflix. Ist letzten Winter bei mir eingezogen, wurde leider nicht gelesen, aber wird für den nächsten Winter jetzt auf jeden Fall kommen. Und dann habe ich noch Vom Glück allein zu sein von Marie-Louise Ritter. Ich fand jetzt, das passt tatsächlich ganz gut so ein bisschen in dieses Video, also wenn man so ein bisschen von den Kategorien Genre irgendwie spricht. Und dementsprechend geht es hier ums Alleinsein. Was bedeutet Alleinsein? Was kann man alleine machen? Wie geht man aus diesen alleinigen Unternehmungen hervor? Und ist Alleinsein automatisch Einsamsein? Das würde ich definitiv widersprechen. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was hier Marie-Louise Ritter erzählt. Und ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen, zumindest so, wie ich hier rumdenke. Ich hoffe, ich habe am Ende gar nichts vergessen, aber ja, ich hoffe, es passt jetzt soweit. In diesem Sinne, lasst mich gerne wissen, wenn ihr eins der Bücher schon kennt oder mehrere kennt, lasst uns gerne in den Austausch gehen. Auch hier natürlich mein Angebot, wenn ihr eins der Bücher auch auf dem Sub habt und sagt, hey, lasst uns das doch in den nächsten Wochen, Monaten einfach mal gemeinsam lesen. Über Rido kann man jetzt ja wunderbar auch Buddy Reads machen, dann können wir uns da gerne mal zusammentun, vielleicht auch in kleineren Grüppchen, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und schreibt das super gerne in die Kommentare, vielleicht auch welche Bücher euch einfach besonders interessieren. Und mal gucken, was da als nächstes dann gelesen wird. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.